Immer mehr Menschen nutzen Handy-Tickets im ÖPNV. Das Ticket wird als 2D-Barcode auf dem Handy-Display angezeigt. Um diesen Barcode zu prüfen, brauchen die Kontrolleure jedoch viel Zeit. Denn alleine das Scannen des 2D-Barcodes reicht nicht aus. Für eine komplette Kontrolle muss auch ein Ausweisdokument geprüft werden. Das kann zum Beispiel der Personalausweis oder der Führerschein sein. Warum ist das notwendig? Der heutige Barcode ist sehr einfach kopierbar. Mit einem einfachen Screenshot kann das Ticket beliebig oft kopiert und verteilt werden. Das Kontrollgerät erkennt alle Kopien als gültiges Ticket an, denn es gibt keinen Kopierschutz. Deshalb müssen Ticket und Identität des Fahrgastes geprüft werden. Und das dauert deutlich länger als die Kontrolle einer Chipkarte. Doch es gibt eine Lösung für dieses Problem. Den VDV Barcode Mobile Plus. Hierzu wurde der VDV Barcode um Sicherheitskomponenten erweitert. Zunächst wird in der Ticket-App ein Sicherheitszertifikat hinterlegt. Mit Hilfe des Zertifikats erhält der Barcode eine fälschungssichere Signatur. Zusätzlich bekommt der VDV Barcode Mobile ein dynamisches Sicherheitsmerkmal. Das kann zum Beispiel ein Zeitstempel sein, der sich alle 30 Sekunden erneuert. Damit kann das Handyticket nicht mehr einfach kopiert werden. Bei der Kontrolle wäre das dynamische Element nicht aktuell. So kann sich der Kontrolleur sicher sein, dass Ticket und Person zusammengehören. Die Kontrolle wird deutlich schneller. Mittelfristig wird der VDV Barcode Mobile Plus um ein Challenge-Response-Verfahren erweitert. Damit erreicht das Handyticket dann dasselbe Sicherheitsniveau wie Chipkarten. E-Ticket Deutschland. Einfach grenzenlos und grenzenlos einfach.